Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen. Wisst ihr eigentlich, was also heute in 11 Monaten ist? Ja, genau, Weihnachten ist. Ja, jetzt braucht ihr keine Panik haben und gleich wieder losrennen nach dem Motto, sonst vergesse ich wieder die Geschenke zu kaufen, weil das immer so plötzlich und unverhofft kommt wie jedes Jahr Weihnachten. Nee, braucht ihr alles nicht. Da braucht ihr euch wirklich keine Gedanken zu machen, weil wahrscheinlich wird dieses Jahr Weihnachten schon gar nicht mehr stattfinden. Ja, und warum und wieso und weswegen, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran, bis gleich. Ja, also wenn es nach dem Halbwissen vieler Deutscher geht, gerade so von den Leuten, die mit dem Auto unterwegs sind, also Autofahrer in dem Sinn, aber auch Leute, die meinen, sie haben die Weisheit mit einer Schöpfkelle gefressen, wenn es nach denen geht, dann könnte es durchaus sein, dass Weihnachten nicht mehr stattfindet, weil Weihnachten hat bei uns ja immer was mit Hightech zu tun, ja, mit Geschenken. Also es hat eigentlich immer weniger etwas mit dem Christentum zu tun, mit der Geburt Jesu Christi oder halt mit dem Glauben als solches, sondern es hat eigentlich immer was damit zu tun, was gerade auf den Gabentisch kommt. Und das sind meistens immer Hightech-Geräte. Das kann halt ein Handy sein, das kann ein Tablet sein, das kann ein Laptop sein, es kann eine Digitalkamera sein, so wie diese, mit der ich hier gerade aufnehme. Es kann aber auch eine Digitaluhr sein oder aber ganz einfach ein Telefon für zu Hause. Und was haben diese Geräte alle an sich? Genau, sie haben einen Akku drin, weil sie funktionieren ohne Strüppe. Früher haben wir mal eine Strüppe dran gehabt, heute haben wir es nicht mehr. Ja, und jetzt schreiten halt diese mit extrem viel Wissen ausgestatteten Menschen zum Vorschein. Und mosern halt rum, alleine wegen der Elektromobilität, die wäre ja so umweltschädlich, weil bei der Erzeugung oder vielmehr bei der Förderung von Lithium würde ja die ganze Umwelt geschädigt. Alleine in der Atacama-Wüste, die sei ja dadurch entstanden und das wäre ja alles so schrecklich, die ganze Natur wäre zerstört worden. Die Menschen, die könnten nicht mal mehr das Grundwasser trinken, geschweige denn mit dem Grundwasser ihre Äcker bewirtschaften, weil das ganze Wasser ist verseucht und wie auch immer, man würde halt die Umwelt damit zerstören, alleine in der Atacama-Wüste, das hört man immer wieder. Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass nur durch die Automobilindustrie, also sprich durch die Elektroautos, dieser Schaden an der Natur entstanden sein soll, dann müssten wir jetzt schon seit rund 15 Millionen Jahren Elektroautos haben, die mit Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet sind. Ja, jetzt guckt ihr blöde Wampen. Ja, man muss nur mal ein bisschen lesen und dann findet man nämlich so einiges raus. Ich bin auch kein Chemiker, ich musste mich erstmal schlau lesen, was denn mit Lithium so alles auf sich hat, wo es drin steckt. Beziehungsweise es gibt ja auch einige nette YouTuber hier und da kann man sich ja auch schlau machen. Alleine der Gedanke, wo kommt das Lithium her? Wenn wir jetzt bei der Atacama-Wüste mal bleiben, das Ding heißt nicht umsonst Atacama-Wüste, es ist schon immer eine Wüste gewesen, aber nein, stimmt gar nicht. Vor Jahrmillionen war es wahrscheinlich mal ein See oder ein Meer, wie auch immer, und daraus ist dann halt nach der Eintrocknung sozusagen von dem Wasser oder Verdunstung von dem Wasser halt die Atacama-Wüste zurückgeblieben. Ja, was hat es denn damit auf sich? Die Atacama-Wüste ist eine Salzwüste. Richtig, Salz, das, was ihr zu Hause in der Küche habt, was ihr morgens auf euer Hühnerei drauf gebt, was wahrscheinlich aus der Massentierhaltung stammt, aber da wollen wir jetzt gar nicht ausschweifen. Das ist eine Salzwüste. Und diese Salzwüste hat noch eine Besonderheit. Denn das Wasser, was da unten drin ist, was ihr so gerne zum Trinken haben wollt, das dürft ihr gerne mal probieren. Das hat nämlich einen Haken. Es ist nämlich nicht genießbar. Es ist eine
gesättigte Sohle. Also beziehungsweise es ist eine Sohle und eine Sohle ist eine gesättigte Lösung, um das mal kurz zu erklären. Ihr könnt gerne mal einen Brocken Salz nehmen, in ein Gefäß reintun und mit Wasser auffüllen. Ne? Also so ein Himalaya-Salz beispielsweise. Und ihr könnt auch meinetwegen ein Gefäß nehmen und ein halbes Pfund Salz reintun und da mal Wasser drauf gießen. Und dann wartet einfach mal so 3 Tage ab, was damit passiert. Dann werdet ihr feststellen, dass sich das Salz nicht richtig auflöst oder nicht vollständig auflöst, dass ein Rest von dem Salz drin bleibt. Wenn ihr dann aber das Wasser probiert, dann werdet ihr feststellen, dass dieses Wasser salzig schmeckt. Was ist passiert? Ihr habt eine Sohle produziert, eine gesättigte Lösung. Das heißt, die ist insofern gesättigt, ihr habt auf der einen Seite das Wasser und auf der anderen Seite das Salz. Ihr gießt jetzt das Wasser auf das Salz drauf. Und irgendwann ist das Wasser genauso salzig wie das Salz selbst. Das heißt, es kann kein Wasser oder es kann kein Salz mehr von dem Wasser aufgenommen werden, weil es ist gesättigt. Ja, also wenn Salz und Wasser den gleichen Salzgehalt haben, dann den geht nicht mehr. Ja, und das befindet sich da unten in dem Grundwasser, was ihr so gerne trinken wollt. Ihr könnt es ja gerne mal probieren, aber das Problem ist, dass da noch ein paar andere Stoffe drin sind. Und zum Beispiel auch Kalium ist da sehr stark mit drin. Und das würde ich in der Dosis nicht trinken. Ihr könnt es gerne mal probieren, weil ihr wollt ja unbedingt beweisen, dass die Takama-Wüste halt durch die Elektromobilität so verseucht wurde und dass halt die Leute, die da ringsrum wohnen, jetzt das Grundwasser nicht mehr genießen können, da wäre alleine die Elektromobilität dran schuld. Ja, doch so einfach ist die Sache nicht. Also mal davon abgesehen, dass ihr schon mal dran scheitert, weil ihr keine Ahnung habt, was die Atacama-Wüste überhaupt ist und was da in dem Boden vor allen Dingen noch drin ist. Und der nächste Punkt ist der, dass wenn wir jetzt sagen, wir lassen jetzt sozusagen Lithium, wird verboten wegen der bösen Elektromobilität. Dann habt ihr noch ein ganz anderes Problem, weil das Silizium wird weiter gefördert. Denn die Elektromobilität ist ein Kleinkram von dem, was an Silizium, beziehungsweise an Lithium, Entschuldigung, an Lithium momentan schon auf der Welt verbraucht wird. Und alleine, wenn wir das jetzt mal nehmen, so als Vergleich, es gibt so schöne Tabellen bzw. Grafiken, die kann man sich im Internet mal anschauen. Da gibt es interessante Seiten, wo man sich alleine mal ein paar Daten runterladen kann. Oder ihr bleibt einfach hier bei YouTube und guckt euch beispielsweise 404 Volt an den Kanal. Der erklärt auch unwahrscheinlich gut was. Zum Beispiel haben wir da den Verbrauch oder vielmehr die Aufteilung, wie denn Lithium überhaupt verwertet wird, wo Lithium überall drin steckt. Und da haben wir 35% der Lithiumförderung gehen in, ja genau, in Akkus rein. Ja, aber nicht etwa für Elektroautos, weil die sind in dieser Statistik noch gar nicht drin, sondern es geht um die Akkus, die ihr beispielsweise an euer Handy drin habt, die ihr in eurer Videokamera drin habt, in eurem Fotoapparat, in eurem Digitaluhr, die ihr mit euch rumschleppt, hier diese Swatch-Uhren oder nicht Swatch-Uhren, diese, ihr wisst schon von Apple, die Uhren, ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißen, da steckt auch ein Lithium-Ionen-Akku drin, eure kabellosen Ohrhörer, die haben Lithium-Ionen-Akkus drin. Ihr könnt da so viel aufzählen, euer Telefon zu Hause und. Wenn wir das jetzt alles streichen würden, ja, da müssen wir eine Menge streichen. Also dann würde der Epilierer für eure Mutti Weihnachten ausfallen oder für Fadi der Rasierapparat würde es dann auch nicht geben, weil da sind halt Lithium-Ionen-Akkus drin. Oder aber euer Schnurlostelefon zu Hause würde dann auch gestrichen werden. Dann kriegt ihr halt wieder ein schnurgebundenes Telefon zu Hause. Hat auch einen Vorteil, ihr findet das Ding schneller, wenn ihr dann mal nicht mehr wisst, wo ihr es hingelegt habt. Da braucht ihr einfach nur dem Kabel folgen oder dran ziehen, eins von beiden. Und da habt ihr euer Telefon ganz schnell wieder und müsst nicht erst auf den Deppen warten, der euch anruft, damit ihr wisst, wo euer Telefon liegt. Das wäre halt so ein Vorteil. Also 35% gehen alleine in die Akkus rein, die ihr oder die wir alle in irgendwelchen digitalen Hightech-Geräten drinne haben, ohne jetzt die Elektroautos, die sind noch extra.
Ja, dann geht es ja noch weiter. Also wir sind mit 35% sind wir schon etwas über ein Drittel der Lithiumproduktion drüber hinweg. Jetzt haben wir aber noch 32%, die überall in jedem Haushalt drin sind, in jedem Gebäude, in jedem Haus. Und das finden wir beispielsweise in Glas, in Fensterscheiben, in Trinkgläser. Wir finden es in Keramik, ja, wenn ihr euer Porzellan nehmt oder euer Kochgeschirr, je nachdem, woraus das gemacht ist. Da habt ihr auch Lithium drin. Mal von weiteren Dingen, wo noch Lithium drin ist, wie Schmierstoff, Klimaanlagen, Strangguss, Kunststoffen, Aluminium und anderen, ganz zu schweigen, da wird dann halt das ganze Kuchenstück richtig schön voll. Da sind halt die Akkus fürs Auto momentan das kleinere Problem. Aber ihr könnt ja darauf verzichten, ihr habt ja da keine Probleme, weil ihr könnt jetzt nicht schreien von wegen Elektroautos müssen verboten werden wegen der Lithium-Akkus, weil der größere Teil für Lithium geht halt für die Akkus drauf, die wir alle haben. Und dann denke ich aber auch mal an den medizinischen Bedarf, wenn ich jetzt mal die Notfallrettung sehe. Ihr wollt, glaube ich, nicht als Notfallretter mit so einem großen Bleiakku durch die Gegend laufen, um einen Defibrillator betreiben zu können. Das geht nur mit Lithium-Akkus momentan, weil die die Einzelmöglichkeit bieten, eine große Stromspannung aufzubauen mit einem kleinen Akku drin. Und da möchte ich mal sehen, dass ihr wirklich dann darauf verzichten wollt, im medizinischen Bereich auf die Einsatzmöglichkeiten von Lithium-Ionen-Akkus. Ja, aber wir brauchen uns da vielleicht gar nicht so den Kopf zu machen, weil ja, auf der einen Seite fallen vielleicht die Lithium-Ionen-Akkus weg, wenn dann halt dieser sehr klug gebildeten Menschen uns diese verbieten und die Elektromobilität damit verbieten. Es gibt ja vielleicht demnächst Akkus auf Siliziumbasis. Ja, Silizium sagt vielleicht dem einen oder anderen was von euch. Beispielsweise Silicea ist eine Form davon. Das ist halt ja, gut für Haut, Haare, Nägel. Wird auch in Zahncremes verwendet, weil es halt für die Schleimhäute ganz gut ist. Und das ist jetzt auch wirklich ein Produkt, was wir überall haben, sobald wir Sand haben. Ja? Und Sand haben wir sogar hier in Deutschland massenweise und auf der ganzen Welt sowieso. Wenn wir die ganzen Wüsten sehen, da haben wir ja Siliziumvorräte ohne Ende, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, jetzt höre ich aber wieder Mutti und Vati rumschreien, um Gottes Willen, wenn jetzt dieser Siliziumabbau stattfindet für die Elektromobilität, dann verschwinden ja die Spielplätze für unsere Kinder. Wo sollen denn unsere Kinder sonst noch spielen und in der Buddelkiste buddeln, wenn der ganze Sand jetzt in Elektroautos umgewandelt wird, beziehungsweise in Akkus für Elektroautos? Doch denkt an dieser Stelle eigentlich auch mal jemand an die armen Hunde? Wo sollen die denn bitte schön kacken gehen, wenn es keine Kinderspielplätze mehr gibt?